zu der Frage, dass ich Ihnen mitgeteilt habe, dass ich also 35 Jahre lang geraucht habe. Ah, jetzt weiß ich, um was es geht. Na? Und dass ich, Was es geht. Sie hätten pass ganz auf, gern von uns eine neue Lunge, ne? Das war's doch, ja. ich hätte ja, genau, ne? Und ist das möglich oder ist das nicht möglich? Also das kann ich Ihnen jetzt hier sozusagen am Telefon beantworten. Das ist nicht möglich. Warum ist das nicht möglich? Die Entscheidungsrunde müssen Sie uns überlassen. COPD und Lungenemphysem, von der Diagnose bis zur Lungentransplantation. Welche Behandlungsmöglichkeiten stehen den Betroffenen heutzutage zur Verfügung? Sie werden heute Vorträge hören, welche den gesamten Verlauf unserer Erkrankung beleuchten, von der Prävention über die Ursachen, die Diagnostik sowie die ambulante und stationäre Behandlung. Was heißt denn COPD? Was heißt diese Abkürzung, dieses Akronym? Und es kommt aus dem Englischen und steht für chronische Erkrankung. Es steht für eine Erkrankung mit Engstellung der Atemwege, die wir Obstruktion nennen. Und betroffen ist die Lunge insgesamt, die Atemwege und die Lungenbläschen unterschiedlich ausgeprägt. Ich bin seit längerer Zeit am COPD erkrankt. Und das heißt, dass ich also unheilbar krank bin. Um das Atemproblem des COPD-Patienten zu erläutern, macht es Sinn, sich zunächst mal die Atmung des Gesunden anzuschauen. Sie haben hier eine spezielle Aufnahme, wo sich zeigt, wie ein Gesunder in Ruhe atmet. Sie sehen hier schwarz die Lunge und hier geht das Zwerchfell bei der Einatmung ein klein wenig nach unten. Und das ist unsere Ruheatmung, wenn wir in einer ganz normalen Alltagssituation sind. Der COPD-Patient hat bereits in Ruheatmung in der Normalposition sein Zwerchfell weitgehend nach unten geschoben. Das heißt, die Lunge ist massiv überbläht. Und wenn er sich jetzt belasten will, kann er kaum mehr Atemtiefe dazusetzen, sondern er kann eigentlich nur noch seine Atemfrequenz erhöhen. Und das erklärt, wieso er bei Belastung natürlich sehr, sehr schnell an seine Grenzen stößt. Ich werde irgendwann keine Luft mehr kriegen und offenbar ersticken. Die Ursache liegt eindeutig am Konsum von Zigaretten. Die Hauptursache für das Entstehen einer COPD ist das Zigarettenrauchen. Und insofern steht auch immer sozusagen der Faktor, bin ich da selbst schuld mit dem Rauchen? Oder auch der Vorwurf von außen, das hast du dir ja selbst eingebrockt. Und insofern ist das offensichtlich ein Krankheitsbild, was nicht offensiv, nicht wirklich aktiv kommuniziert wird, was auch vom Patienten eher so verschwiegen wird und unter der Decke gehalten wird, als dass man damit hingeht und sagt, ich bin COPD-Patient und ich bin krank und ich muss dies und das und jenes tun. Das Selbstverständnis gibt es noch nicht. Wir haben ja leider die Entwicklung, dass die COPD bei vielen Patienten schon deutlich früher auftritt. Ich hatte ausgeführt, dass wir Patienten haben, die schon im Alter von 35 oder so schwer krank sind, was wir früher vielleicht bei 50-Jährigen gesehen haben. Gerade die Frauen haben beim Nikotinkonsum extrem aufgeholt. Die haben früh angefangen, 11, 12 an der Ecke gestanden auf dem Schulhof und haben geraucht und sind dann mit Mitte 30 so krank, wie vielleicht ein Mann, der erst mit 30 angefangen hat und jetzt mit 50 das Problem hat. Und zusammengefasst bedeutet das für die COPD, also die Krankheit, um die es heute eigentlich geht, dass das chronisch bedeutet, eigentlich los werde ich diese Erkrankung auf der Ebene der Lunge nicht mehr. Das Ziel muss sein, dass ich die Symptome, dass ich die Beschwerden loswerde. Also es ist eine lebenslang andauernde Erkrankung. Entscheidend ist, glaube ich, für den Patienten erstens die optimale medikamentöse Therapie, runterkommen vom Cortison und auf der anderen Seite die Trainingstherapie, also die muskuläre Stärkung des Einzelnen. Und das sehen wir immer wieder, dass diese einfachen Dinge nicht beantwortet werden und auch dem Patienten nicht angeraten werden, sondern dass man ausweicht auf so experimentelle Dinge. Und das kann nicht passieren, das kann auch nicht funktionieren. Wenn der Patient nicht muskulär gestärkt ist zum Beispiel, wird er auch von einer Lungenvolumenreduktion nicht profitieren. Und das sollte heute auch jeder befolgen, der also COPD hat. Ohne Sport geht es nicht, ohne Bewegung geht es nicht.
Und man sollte also wirklich die Ratschläge von mehreren Personen einholen, die es ebenso betrifft und ebenso geht. Wir sehen oft, dass wir hier selbst in der stationären Rehabilitation, wo wir gewohnt sind, schwer kranke Patienten an mehr Aktivität heranzuführen, dass sie am Anfang extreme Angst haben und sagen Patienten im Nachhinein, dass sie beim ersten Mal, als sie in unseren Sportraum kamen, gedacht haben, was mache ich hier? Was wollen die hier mitmachen? Ich kann das doch gar nicht. Und die dann ganz langsam gelernt haben, ich kann ja beim 0 Watt anfangen. Und das geht am ersten Tag vielleicht 1 oder 2 Minuten. Nach 3, 4 Tagen geht auf einmal 5 Watt, 10 Minuten. Und sie merken, das geht ganz, ganz langsam voran. Und dann bekommen sie Spaß daran, dann bekommen sie auch Mut. Und dann müssen sie lernen, das, was sie hier vielleicht unter Anleitung können, in ihren Alltag zu übersetzen, zu sagen, gut, wenn ich da vielleicht nicht jemand neben mir habe, dann weiß ich aber, ich kann spazieren gehen. Und wenn ich mit meinem Rollator spazieren gehe, dann ist es auch in Ordnung. Wenn ich einen Hund habe, dann wird er mich vielleicht auch drängen, ein bisschen aktiv zu sein. Oder ansonsten muss es vielleicht ein Familienmitglied sein, was mich am Anfang begleitet. Aber wie auch immer, es muss irgendeine Form von Aktivität sein. Und wenn man ganz ehrlich ist, kann das fast jeder, auch im kleinsten Dorf, weit weg von irgendwelchen offiziellen oder formalen Strukturen. Es geht eher darum, dass die Botschaft im Kopf ankommt, ich muss was tun. Wenn der Patient das realisiert hat, dann ist er einen wichtigen Schritt weiter. Herr Fassbender, Sie kennen den Spruch, bei Anstrengung ausatmen. Und das versuchen wir heute im Treppenhaus umzusetzen. Sie nehmen später dafür den Strohhalm. Ich verwende jetzt die Lippenbremse, mit der man es natürlich genauso machen kann. Ja, das Leben eines COPD-Patienten ist die Findung zwischen Kraft, die man hat, und dafür Luft zu bekommen. Wenn man die Luft nicht bekommt, dann hat man auch nicht die Kraft. Und diesen Ausgleich, den muss man bekommen. Schauen Sie, dass der Kopf oben bleibt, die Halswirbelsäule, und die Schultern bei der Bewegung nicht mit nach oben gehen, sondern sie kräftig aus dem festen Schultergürtel nach unten stützen. Genau. Achten Sie darauf, beim nach unten drücken, so wie Sie es schon machen, auszuatmen, über die Lippenbremse und nach oben locker einatmen. Ja, richten Sie den Kopf noch ein bisschen auf nach vorne. Darf ruhig noch ein klein bisschen höher gehen. Nur die Hände, so, nicht die Schultern. Genau. Amerikanische Studien haben gezeigt, dass es ganz anders ist, als man vielleicht im ersten Moment glaubt, dass der Patient gar nicht wissen will, was mit ihm los ist, dass er nicht weiß, wie es weitergeht und ihn das auch nicht interessiert. Ganz im Gegenteil, die Studien haben gezeigt, ein COPD-Patient will wissen, wie seine Prognose aussieht, was er tun kann. Er will auch wissen, wie das im späteren Stadium weitergeht. Die wollen auch zum Teil ganz klar wissen, wie werde ich sterben? Und all diese Fragen stehen in Deutschland zumindest mal nicht im Raum, werden nicht gestellt und werden nicht beantwortet. Und wir sehen, wenn diese Gespräche aufkommen, dann sind das manchmal schon auch berührende, auch schwierige Gespräche, die für den Patienten aber enorm viel bringen, weil dann auch viele Ängste, die mit dieser Zukunft, mit dieser unklaren, vagen Zukunft verbunden sind, auch mal endlich raus sind oder mal angesprochen sind. Und wir sehen auch oft, dass die Ängste zum Teil viel absurder sind als das, was als Realität vielleicht hier auf sie zukommen wird. Wie geht es Ihnen? Es geht. Es geht, Sie können ja so fahren. Aber warum muss ich denn Fahrrad fahren? Das ist doch mörderisch hier. Bei der COPD ist das Problem, dass die Patienten aufgrund der Atemnot sich immer weniger bewegen und die körperliche Kondition dadurch immer weniger wird. Wenn wir jetzt beginnen, durch ein gezieltes Training, zum Beispiel eben hier das Ausdauertraining, die Kondition und die Ausdauer wieder zu verbessern, dann wird das Level, ab der die Atemnot kommt, viel, viel noch weiter nach oben gesetzt. Das heißt, Sie haben viel, viel mehr Spielraum wieder in Ihren körperlichen Aktivitäten, im täglichen Leben, beim Haushalt oder auch in der Freizeit, bevor die Atemnot überhaupt ins Spiel kommt. COPD-Besserung bedeutet, dass man hier ein ganz kleines bisschen, dort ein kleines bisschen und nochmal hier ein kleines bisschen, dann in der Summe nach vielen mühsamen Wochen des Trainierens merkt, jetzt ist ein ganzes Stück Verbesserung zusammengekommen. Wenn man diesen Blick für die kleinen Dinge entwickelt, dann wird man sehen, das ist erfolgreich. Dann wird man auch sehen, dass die Resignation, die Tristesse einer auf einmal doch raumgreifenden Motivation weicht
und dass der Patient sagt, hier geht ja doch noch was. Es geht ja nicht nur alles bergab, sondern ich kann ja auch mal wieder ein bisschen was von meinem verlorenen Lebensraum zurückgewinnen. Wie anstrengend würden Sie das Training denn jetzt bewerten auf dieser Skala von 0 bis 10? Zwischen 4 und 5 ungefähr. Zwischen 4 und 5, okay. Ja. Das ist ein guter Trainingsbereich. Wenn Sie selber sagen, zwischen 4 und 6 wäre Ihre Anstrengung, dann ist das schon mal ein guter Trainingsbereich für ein Ausdauertraining. Beweglich im Körper, nachgeben und Pause. 1. Das sind teilweise in diesem Bereich, wo Herr Sachs jetzt massiert, Atemmuskeln, die natürlich durch die schwere Atemnot, die ich habe, verkrampft sind und in Stellungen sich eingenistet haben, die das Atmen dann langfristig noch mehr erschweren. Und der Herr Sachse, der macht Folgendes, der aktiviert sozusagen durch die Bindegewebsmassage die, ich sag jetzt mal, verstellten Atemmuskeln. Und das bedeutet, dass ich wieder viel mehr Kraft bekomme, Luft zu holen. Bei Menschen mit COPD finden Sie einen Mottenfraß in diesem sekundären Lobulus. Und dieser Mottenfraß ist unterschiedlich und bedeutet dann das eine oder andere. Das kann man wunderschön vergleichen mit Herbst, mit einem Laubblatt. Es gibt den Stängel, das ist der Atemweg. Es gibt das Blatt, das hat so ein Maschenwerk. Und dieses Maschenwerk zerfällt, mehr oder weniger. Das ist COPD, das ist Herbstlaub, das ist Emphysem. Wenn es heute anstehen würde, dass man Zigaretten auf dem Markt einführen sollte, gäbe es eine Revolution, einen Aufschrei des Entsetzens, dass man doch so viel Gift nicht auf den Markt bringen darf. Wenn es irgendein neues Produkt geben sollte, was das alles beinhaltet, was Zigaretten beinhalten, würde gar keiner darüber nachdenken, es überhaupt zu versuchen, weil jeder wüsste, wir würden scheitern. Das Leben endet also nicht mit der Diagnose Lungenemphysem und COPD. Keinesfalls, es beginnt neu, nur auf eine andere Art und Weise als bisher. Und das sollte jeder versuchen, für sich zu verinnerlichen. Alle zuvor genannten Bemühungen sind selbstverständlich nur dann effektiv, wenn man dem größten Feind unserer Erkrankung entsagt, nämlich dem Nikotin. Resignieren und kapitulieren Sie also bitte nicht zu Ihrer Krankheit. Im Gegenteil, lernen Sie, mit dieser Erkrankung zu leben.